Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed. Es ist Mistwetter. Es regnet. Voll schrecklich. Es regnet so selten im Spiel, dass mir das komisch vorkommt. So, ich bin hier mal wieder in Olympia. Und zwar will ich hier unten zu Phidias zurück, der Künstler in der Werkstatt. Der hatte mir ja mal damals, ist ja schon so lange her, die Aufgabe gegeben, auf den ganzen Inseln, oder eigentlich nur auf dreien, so Statuen zu suchen. Und die dann anzugucken, was da für Zeichen drauf sind, damit er sein Rätsel entziffern kann. Und die letzte Insel, die ich gemacht hatte, Thasos hier oben, da hatten wir ja auch die letzte Statue drauf. Deswegen kann ich jetzt zu Phidias zurückkehren und dort die Quest abgeben. Ansonsten war hier leider auf der Insel keine weitere Folgequest für den verschwundenen Jungen. Schade. Das heißt, die letzte Insel, die mir bleibt, ist Lemnos. Die letzte Insel im ganzen Spiel. Joa. So geht's weiter. Und dann könnt ihr euch noch vielleicht dran erinnern an die Anführerin der Piraten, Xenia. Die hatte mir mal eine Aufgabe aufgegeben. Ich sollte für die Schätze finden. Dann hat sie mir so drei Schatzkarten in die Hand gedrückt für so eine goldene Feder. Und die habe ich durch Zufall auch gefunden, die goldene Feder. Da muss man halt nur hingehen und die dann mitnehmen. Aber die kann ich jetzt zurückbringen. Hier bei Xenia. Übergibt Xenia die goldene Feder. Da könnte ich vielleicht dann auch nochmal hin. Also es ist ja auch schon voll lange her, dass ich bei der mal war. Aber jetzt erstmal hier zu Phidias. Und mal gucken, was der dazu sagt. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen regnerischen Episode von Assassin's Creed. Aber es hört bestimmt bald auf zu regnen. Oder wenn ich woanders hinreise, dann ist wieder schönes Wetter. Hier in Olympia. Die sind wahrscheinlich alle traurig, weil die Olympischen Spiele nicht mehr laufen. Weil die schon wieder beendet wurden. Guck mal, Ikaros. Hier wirst du nachgebaut. Ziemlich schön. So, mal gucken, wo die Quest hier hinführt. Ob es noch weitergeht. Ich hätte nie daran zweifeln dürfen, dass du in Gefahr schwebst. Toll. Teile des Rätsels. Jetzt will ich ihm die Nachricht übergeben und der wurde einfach getötet. Kunst lenkt das Leben. Ja. Gut, ich war auch lange unterwegs, aber die Inseln sind auch lange weg. Das Ende der Reise, neue Quest. Suche Phidias nach der Skytale ab. Okay. Hier ist sie, die Skytale. Ja. Nun kann ich alles entschlüsseln. Ich werde dich rächen, Phidias. Sei dir dessen gewiss. Da, jetzt muss ich das Rätsel entziffern und dann seine Mörder suchen. Okay. Finde den geheimen Raum. Der geheime Raum ist auf der Hephaistos-Insel. Okay. Er befindet sich in der Mitte der Himmels... Was? Der Himmelsfallseen auf... Oh, guck mal, auf Lemnos. Er befindet sich in der alten Festung. Heißt, ist das die Hephaistos-Insel? In der Mitte der Seen auf Lemnos. Das ist ja cool. Das ist ja sowieso auf der letzten Insel. Gut, dass ich ja vorher noch nicht war. Guck mal an. Aber schade um den schönen Künstler, Phidias. Der hat schöne Skulpturen gebastelt. Na, dann gehe ich mal auf die letzte Insel. Lemnos. Grüne Stadt. Wolkenbruchseen. Ist es da? Ah, guck mal, das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, oder? Also hier steht ja Wolkenbruchseen und da steht Himmelsfallseen auf Lemnos. Hier ist aber nichts, was Himmelfallsee heißt. Hier gibt es nur die grüne Stadt und Wolkenbruchseen. Aber guck mal, Wolkenbruchseen und Himmelsfallseen auf Lemnos. Ich denke mal, das ist das. Da hat jemand falsche Namen genommen oder andere Namen, Lemnos. Vielleicht haben sie das später nochmal neu übersetzt, dass das hier noch ein Überbleibsel der Alten ist oder umgekehrt, Himmelsfall sehen, Wolkenbruch sehen. Ist es auf jeden Fall irgendwo hier in der Mitte. Er befindet sich in der alten Festung, okay. Und wir haben hier auch noch einen Kultisten. Jubates der Stoische, der Stoische. Okay, und hier ist auch noch eine weitere Quest auf der Insel. Harte Hand. Wir hatten doch oft... Ah, guck mal, das könnte vielleicht auch... Hier hatten wir die Quest mit dem Jungen, das hieß Harte Lektionen. Harte Lektionen. Und hier haben wir Harte Hand. Vielleicht gehört das ja auch noch damit zu... Mikos. Auf jeden Fall cool. Ich gehe mal auf die letzte Insel hier. Da, Tempel des Hephaistos.
Und auch hier regnet es. Alle traurig. Alle traurig, weil Atlantis geschlossen wurde. Müssen draußen bleiben. Okay, guck mal, da haben wir einen alten Hafen. Ich glaube, ich gehe auch erstmal unten in die Stadt. Die ist echt klein, die Insel. Guck dir das mal an. Sehr, sehr klein. Dafür aber vielleicht hoffentlich viel los, wenn man da so hinguckt. Also ich kann da die ganze Insel überblicken. So, ich renne jetzt aber nicht hier in das Gebiet jetzt erstmal rein. Ich mache erstmal den Bereich hier, den ich schon aufgedeckt habe. Also dahin. Hole ich mir hier den Aussichtspunkt und starte da unten mal die Quest. Da ich die Insel sowieso ganz abschließe, ist es ja nicht so wichtig, mit welcher Aufgabe ich anfange. Kurz mal da unten hin, da ist noch so ein Einzelfragezeichen. Ist es da, ne? Da, wo die Anlagestelle ist. Ja, guck mal hier, das ist so weit weg. Und danach reite ich dahin. Na los! Die Distanzen auf der Insel sind nicht besonders weit. Guck mal, da rennt ein Soldat. Ja, dann habe ich schon alle Inseln abgeschlossen dann in dem Spiel hier nach. Das macht mich ein wenig traurig. Barnabas? Er ist seitdem älter geworden. Er ist kein Kind mehr. Ja, aber er nutzt immer noch die alten Tricks, wenn du mich fragst. Sei doch vernünftig, Barnabas. Ich sah, wie er sich erbrochen hat. Seitdem geht es ihm so. Das ist doch Mikos, der hier eigentlich die Quest gibt. Guck mal, der hier heißt Mikos? Und wenn ich aber hier bei der Quest schaue, hier hinten, dann steht da auch Mikos dran, harte Hand. Hä? Und wo ist Barnabas? Ich höre ihn nur. Ist der hier drin? Er tut nur so, Mikos. Los. Das habe ich schon einmal gesehen. Götter, gib mir Penelopes Geduld. Es ist nicht nur Neleus, es trifft auch andere. Alle aussichtsreichen jungen Athleten werden krank oder verschwinden. Irgendwas stimmt nicht auf Thassos. Ich habe mit einem Gymnast auf Thassos geübt. Er sagte, dass dort seltsame Dinge vor sich gehen. Jemand hat es aus mysteriösen Gründen auf die besten Athleten abgesehen. Ja, ich hatte gehofft, dass sich im Gymnasium der Meister auf Thassos Hinweise finden. Was auf Thassos vor sich geht, interessiert mich nicht. Aber ich kenne meinen Neffen. Oh ja! Er betet förmlich am Altar der Ergia. Er ist ein Jünger der Faulheit und des Müßiggangs. Hilf mir, ihn zu Verstand zu bringen. Ah, das ist also wirklich eine Folgequest von den Thassos drüben, wo die Athleten verschwinden. Ich glaube, ich hätte erstmal in den anderen Hafen gehen sollen für den Start. Jetzt bin ich wieder irgendwie komisch reingeraten. Komisch. Naja. Es ist ein Neffe von Barnabas. Auch noch Familienmitglied. Er braucht eine strenge Hand. Ach komm, hab Nachsicht mit ihm. Vielleicht solltest du diesmal nachsichtiger mit deinem Neffen sein. Er kommt mir wirklich krank vor. Ach, du hast recht. Ich schätze, ich wollte es nicht wahrhaben. Aber jetzt sehe ich, dass er kein Kind mehr ist. Er ist erwachsen, doch er braucht trotzdem Hilfe. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein. Gebt mir Bescheid, wenn sein Zustand sich ändert. Ich bin auf dem Schiff und opfere für Asklepios. Gib Barnabas etwas Zeit. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich habe noch mehr Hinweise. Doch in dem Zustand kann ich Neleus nicht allein lassen. Vielleicht kannst du mir helfen? Ja, klar. Es ist ein Familienmitglied von Barnabas. Natürlich helfe ich da auch. Barnabas ist auch meine Familie. Ich tue alles, was ich kann, um Neleus zu helfen. Danke. Weißt du, es verirren sich nicht oft hübsche und fähige Söldnerinnen in dieses Haus. Willst du sie gerade anbaggern? Guck mal, wie das da draußen noch schüttet, der Regen. Der wie ein Wasserfall links auf der Tür vorbei, ey. Das muss das Schicksal sein. Das Schicksal mag Neleus krank gemacht haben, aber es hat uns auch zusammengeführt. Ich möchte nicht krank werden und bereuen, was ich nicht getan habe. Aber reden wir zuerst über deine Vermutungen. Nun, jemand im Gymnasium, der Meister, muss etwas wissen.
Aietes war zuletzt mit Neleus zusammen, als es ihm noch gut ging. Sie waren Freunde? Das waren sie. Wenn er nichts weiß, könntest du mit dem Arzt im Steinbruch reden. Wenn er der örtliche Arzt ist, muss er irgendwas wissen. Okay, also hier werden auch Athleten verschleppt und er ist krank geworden jetzt. Also können wir auf jeden Fall auch so rein in die Quest. Wo ist denn der Steinbruch? Ich würde gern mit diesem Arzt im Steinbruch reden. Der Steinbruch von Aliki liegt im Süden von Thassos. Der dortige Arzt betreut sowohl die Athleten als auch die Arbeiter. Eine merkwürdige Kombination. Ja, wenn man bedenkt, dass viele der Arbeiter Athleten sind, die den Sport aufgaben. Irgendwas ist mit ihnen passiert. Der Arzt ist die einzige Verbindung, die ich sehe. Ich muss also auch wieder rüber auf die andere Insel. Immer dieses Inselspringen. Wo kann ich denn Aietes finden? Der letzte, der Neleus sah, bevor er krank wurde, war Aietes. Wo kann ich ihn finden? Er ist ein vielversprechender Athlet, aber lange nicht so talentiert wie Neleus. Er ertüchtigt sich gerne im Umland des glorreichen Weinguts. Dort solltest du nach ihm suchen. Glorreiche Weingut hier oder auch drüben? Naja, ich gehe den Hinweisen nach. Ich gehe den Hinweisen nach und komme zurück, sobald ich mehr weiß. Hab Dank, Söldnerin. Und du kannst gerne jederzeit zurückkommen. Ja, ja, ja. Das hätte er wohl gerne. Mikos Stab, dankeschön. Und 800 Drachmen, ey. Harte Hand. Level 60. Ein Fähigkeitspunkt. Sauber. Hier ist aber gar keine Frage. Das Fragezeichen, was hier war. Mehrere Quests angenommen, natürlich. Das Fragezeichen, was hier war, das war nur das Gebäude hier. Und davon habe ich mich wieder ablenken lassen. So, bevor ich aber jetzt wieder rüber zur anderen Insel springe, gehe ich mir da vorne nochmal den Aussichtspunkt holen. Und hier ist ein Schmied. Das heißt, ich möchte mit Level 60 meine Ausrüstung nachziehen, denn das letzte Mal, dass ich die abgedatet habe, war mit Level 50. Also jetzt in 10er Schritten kann man das ruhig mal machen. Aber guck mal, hier ist doch auch ein Weingut. Das könnte auch hier sein. Von den einen dann jedenfalls. Das andere ist hier im Steinbruch. Nee, das ist beides hier. Jetzt sehe ich es. Hier ist das eine. Triff Neleus Freund am glorreichen Weingut. Und hier unten der Arzt, gute Hirte. Also ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Gut, ich hole mir aber trotzdem hier nochmal den Aussichtspunkt, damit ich da noch eine gute Anlaufstelle habe, wenn ich hier wieder zurückkomme auf die Insel. Na los, komm. Da denkt er, immer wenn man denkt, so auf der Insel ist nichts mehr los gewesen, kommst du auf eine andere Insel, die dich dann wieder zurückschickt auf die andere Insel und dann hast du plötzlich wieder mehr Aufgaben. Aber dafür musst du auch ständig hin und her reisen. Myrina? Cassandra, die Handelsreisende. Immer nur unterwegs. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Also Geld habe ich auf jeden Fall genug, aber auch genug Ressourcen, um meine Ausrüstung dann auf Level 60 jetzt nachzuziehen. Erstmal die Waffen, ist glaube ich das Wichtigste. Damit der Schaden dann wieder steigt. Weil 10 Levelschritte, das ist immer ganz. Das lohnt sich dann immer mehr. Okay, hier haben wir den Aussichtspunkt. Das hört heute echt nicht auf zu regnen hier im Spiel. Permanent. Nur am Gießen. So, nächsten Ort auch gedeckt. Haus des Pharos haben wir hier auch. Pferd, was machst du da unten? Ist sie gerade in die Händler reingerannt? Der Phobos? Er belästigt hier wieder die Leute und ich werde dann wieder aus der Stadt rausgemobbt. Kennen wir doch alles. So, und hier auf der Insel gibt es hier noch eine weitere Quest? Wahrscheinlich, wenn ich erstmal rüberkomme wieder, ne? So, hier ist auf jeden Fall ein Kult. Und hier die ganzen Fragezeichen. Warte, das ist auch nur das eine da. Das ist das Haus des Anführers, wie man hier schon sehen kann. Fluss hier noch ein Lagerhaus. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nö. Aber der Schmied freut sich, mich zu sehen. Wo ist denn der?
der wäre hier dran vorbei. Hinterm Haus ist er. Da. So. Was darf ich dir zeigen? Kann ich noch was verkaufen eigentlich? Nicht so viel. Hier so ein Stock. Den habe ich ja eben bekommen, ist aber nicht so gut. Den zerlege ich. So, verbessern. Ich muss meine Ausrüstung nachziehen auf 60. Nehmen wir erstmal den Speer. So, guck mal, kommt noch locker 1000 Schaden dazu dann. Holz kostet halt immer wieder viel. Aber ich glaube, Holz brauche ich auch nur für die Waffen. So, den Speer habe ich. Nehmen wir jetzt die Dolche. Der braucht zum Glück kein Holz. So, Level 60. Dann nehmen wir den Bogen. Der braucht auf jeden Fall wieder Holz. So, kriege ich die Rüstung noch hin? Ja, ne? ...17% Attentatschaden, 30 Gift und Schwäche. Da steigt sich jetzt eigentlich nicht so viel. Das Einzige, was hochgeht, ist der Rüstwert. Aber das ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Wenn man das 10 Levels nicht gemacht hat. So, Torso. Das geht wieder in die Ressourcen, ey. Und die Stiefel, das letzte. Und es wird reichen. Es wird reichen für alles. Meine ganze Ausrüstung ist dann von 50 auf Level 60. Upgedatet. Yay. Jetzt fühle ich mich wieder stark. Für die nächsten. Bis bald dann. Bis bald. Für die nächsten 10 Level. Das nächste mache ich dann mit 70. So, probieren wir gleich mal aus hier. Komm ja nicht mehr! Zack! Ja, haut rein. Wäre natürlich noch zu heftig, wenn das ganze Prozentsatz von Giftschaden und Kritschaden und so auch noch irgendwie steigen würde. Was muss ich hier eigentlich machen? Befehlshaber ausschalten, Kriegsvorräte verbrennen und den Schatz plündern. Okay. Kann man mal machen. Da sind die Vorräte. Da ist der Befehlshaber. Noch mehr Vorräte und Kiste. Dankeschön. Nehmen wir gleich schon die nächsten Erfahrungspunkte mit hier. Gut, dass der hier mit Rücken zu mir steht. Was ist denn bei dem Regal so interessant? Anstatt hier den Bereich mal ordentlich zu bewachen. Da kommt der Befehlshaber. Auch perfekt. Feuer! Da liegt jemand. Da liegt jemand. Okay, der überlebt. Nicht. Gott sei Dank, ein Crit kassiert hat er. Das enteignete Lagerhaus ist wieder eigen geworden. So, dann gehe ich mal wieder zurück auf die Insel Thasos. Ich denke, ich fange hier unten im Steinbruch an, oder? Ja, weil das andere ist ja noch weiter weg. Muss ich von hier irgendwie da runterreiten oder so. So, aber hier ist es ja gleich direkt am Schnellreisepunkt. Es regnet nicht mehr im Steinbruch. Juhu. Steinbruch ist auch eine schöne Gegend. Diese Arbeiter wissen bestimmt, wo ich den Arzt finde. Ja, hoffen wir mal. Wir müssen den Arzt finden. Aliki Steinbruch. Aliki, liki, liki.
Hallo Arbeiter. Ich weiß nichts. Bitte frag mich nichts. Ich habe noch gar nichts gefragt. Was? Ah, nein, nein. Bitte geh. Wir wollen keinen Ärger. Ich glaube, die werden ja auch nicht so gut behandelt, die Arbeiter hier. Ich will auch keinen Ärger. Ich will auch keinen Ärger. Ich brauche nur Antworten. Auf welche Fragen? Er sieht schlecht aus. Er ist sehr krank. Sein Verstand ist vernebelt. Wir brauchen den Arzt. Mir wurde gesagt, ich würde den Arzt hier finden. Der Arzt ist fort. Er wurde gefangen. Verzeih. Worte sind schwer. Mein Gedächtnis, mein Verstand ist im Nebel. Meistens, wenn der Arzt nicht zurückkommt, bin ich bald wie er. Männer brachten den Arzt zu den Minen, nördlich von hier. Er ist schon sehr lange fort. Sind die hier unter Drogen gesetzt, damit die hier nur arbeiten oder was? Und der Arzt, behandelt sie dann auch? Ist, also, da frage ich mich jetzt, ob der Arzt wirklich da ist, um zu helfen oder dafür da ist, um die Arbeiter hier unter Kontrolle zu kriegen. Was ist denn hier mit dir passiert? Ist dir etwas zugestoßen? Etwas, wodurch du im Steinbruch gelandet bist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Arzt uns gerettet hat und sich um uns kümmert. Aber ohne den Arzt und seine Medizin ist es schwer, wieder gesund zu werden. Sind das die Athleten, die vermisst werden? Weil die kräftig sind für den Steinbruch? Wer ist denn der Arzt? Erzähl mir von dem Arzt. Er ist ein guter Mann. Er macht die Medizin und heilt uns von unserer Krankheit. Ganz sicher? Der Arzt sagt, es braucht Zeit. Deshalb brauchen wir ihn zurück. Bald. Das ist doch ein Kultarzt. Der setzt sich unter Drogen hier. Der macht die krank. Ich werde ihn finden. Ich suche nach ihm. Bring ihn zurück. Bitte. Sie brachten ihn nach Norden. Zu den Minen. Hey, tritt von ihm zurück, Söldnerin. Hey, misch dich nicht ein. Das wollen wir doch mal sehen. Ich habe gesagt, mischt euch nicht ein und die mischen sich ein. Der dickste von denen, weißt du, wo man denkt, der ist hier ein Nahkämpfer, der holt den Bogen raus. Ich lasse dich nicht mehr auf. Ey, ich wollte auf den springen. Ich habe keine Lust, dass der nochmal anfängt, hier wieder rumzuballern. Obwohl ich meine Rüstung gerade abgedatet habe, haben die ganz schön Schaden rausgehauen. So, die habe ich. Finde und befreie den Arzt. Ich soll den Arzt aber auch befreien. Aber gut, vielleicht steht der Arzt ja auch unter Kontrolle durch... Also vielleicht wird er ja gezwungen, hier die Leute fertig zu machen. Er könnte in der Silbermine nördlich des Aliki-Steinbruchs gefangen sein. Die Wachen sind bekannt dafür, Gefangene in der Mine zu halten. Nördlich von hier. Da lang. Okay. Ein Arzt und ein guter Hirte. Ich weiß nicht. Mir kommt das hier alles ein bisschen komisch vor. Könnte da oben sein, auf jeden Fall. Das Gute ist aber, dass ich sowieso in die Richtung muss. Auch um zu dem Weingut da zu kommen. Na komm! Wollt ihr den Baum noch mitnehmen? So. Keine Lust hier durch den Fluss zu schwimmen. Wobei, das ist das Meer sogar. Aha. Ich wusste doch, dass das hier oben ist. Ich war ja doch überall schon. Der Arzt muss hier irgendwo sein. Irgendwo. So. Finde und befreie den Arzt, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen das in der nächsten Folge.
Dann befreien wir hier den Arzt, machen dann die restliche Aufgabe hier beim Weingut dann auch noch. Da kann man dann hier schön geradeaus durchreiten. Und dann muss ich, denke ich, wieder rüber auf die andere Insel. Und dann hoffen wir, dass wir den Neffen von Barnabas auch heilen können. Mit richtiger Medizin und nicht mit der Medizin, die die Arbeiter da im Steinbruch bekommen. Also in der nächsten Folge geht's weiter hier in die Silbermine. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet morgen wieder ein. Ciao.